Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich besonders, Sie heute hier auf dem Kreisler Campus zur heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ich bin Oliver Seidke, der Schulleiter, und freue mich natürlich auf die Lesung mit Herrn Bittner und gleichsam auf musikalische Begleitung unseres Kollegiums. Das sind Elena Mietzel, Daniel Kölker und Amelie Tschichon, die Sie heute Abend auch hören werden, passend zu unserem Thema. Dankeschön. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam heute die Lesung erleben werden, die Heimat, der Krieg, der Goldene Westen. Und dann wollen wir uns auch noch ein bisschen über die Gegenwart unterhalten. Ich glaube, das ist auch alles sehr gut miteinander verzahnt. Und so können wir uns eigentlich auf einen sehr spannenden Abend freuen. Wolfgang Bittner selber, was lässt sich zu ihm sagen? Er ist ein Mensch, der seit Jahrzehnten in der Literatur zu Hause ist. Es ist ein umfassendes Werk, das ich zur Kenntnis nehmen musste, mit mehr als 60 Büchern, die er herausgebracht hat, von Kinderbüchern, Bilderbüchern, aber eben auch ganz wichtigen Sachbüchern, die also die Menschen berühren und die auch einen großen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Auch noch eine Sache, die mich besonders entzückt hat, als wir die Veranstaltung jetzt vorbereitet haben, konkret kam mal die Information, dass wir aus dem Kollegium der Schule musikalische Unterstützung bekommen. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, denn wir denken, das passt sehr gut zusammen. Schätzen. Die Aktivität dieser Einsatz für Völkerverständigung auch mit Russland. Wir sehen ja mit Sorge auch auch peinlich berührt, muss ich wirklich sagen, wie der Versöhnungswille der russischen Regierung und auch des russischen Volkes missachtet wird. Und ständig die Angebote auf Kooperation zurückgewiesen werden. Ich beschäftige mich seit 2014 intensiver mit dieser Politik, als in der Ukraine dieser von den USA initiierte und mit 5 Milliarden Dollar geforderte Putsch, ein blutiger Putsch stattfand. Das wird ja heute weggelassen, auch wenn man über die Annexion, angebliche Annexion der Krim berichtet in den Medien. Die sind ja der Grund, vorgeschobene Grund für die Sanktionspolitik gegen Russland. Also als ich bemerkte 2014, dass wir von unseren Politikern und Medien nicht korrekt über diese Vorgänge unterrichtet werden,
überkam mich, ich muss schon sagen, ein Zorn, der dazu führte, dass ich einen in Arbeit befindlichen Roman, Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen, unterbrach und anfing, Artikel zu schreiben zunächst und dann das erste Buch veröffentlichte, Die Eroberung Deutschlands durch die USA. Und zwei Jahre später der neue West-Ost-Konflikt, eine Inszenierung, und jetzt kürzlich, vor 3 Monaten, Deutschland verraten und verkauft, Hintergründe und Analysen. Ich lese jetzt aus dem Roman und beginne auch im ersten Teil. Der Fall Blau. Eine Offensive der deutschen Kriegsführung im Sommer 1942, nachdem das Deutsche Reich im Juni 1941 den Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hatte. Jetzt soll die an der Wolga gelegene Industriestadt Stalingrad eingenommen werden, um von dort aus weiter zu den Ölfeldern im Kaukasus vordringen zu können. Die Kriegsmaschinerie Nazi-Deutschlands braucht Kraftstoff. In der deutschen Wochenschau, die als Vorprogramm im Kino läuft, winken lachende Soldaten von ihren Panzern. Junge Männer, die Abenteuer erleben wollen. Eine markige Stimme, die siegreichen Verbände stoßen tief in das wirtschaftliche Zentrum der Sowjetunion an der unteren Wolga vor. Bis Moskau sind es noch 900 Kilometer. In einer Erdstellung richtet der Kanonier seine 8-8-Flak auf ein russisches Dorf. Es gibt einen trockenen Knall und fast gleichzeitig fällt der Giebel eines Bauernhauses in sich zusammen. Eine Kolonne Soldaten zieht festen Schritt singend nach Osten. Mehrmals am Tag meldet das Radio, genannt Volksempfänger, untermalt von Propagandamusik, neue Erfolge der Wehrmacht im Osten, Westen, Süden und Norden. Paris nach wie vor fest in deutscher Hand, auch Rotterdam, Athen und Oslo. Soldaten singen, denn wir fahren gegen England. Aus dem bombardierten Ruhrgebiet und aus Berlin werden Mütter und Kinder in die noch sicheren ländlichen Gebiete geschickt, auch nach Schlesien. In Gleiwitz, wo mit dem angeblichen Angriff Polens auf den Sender der Krieg begann, im Radio werden Reden übertragen. Die Kanzler Konrad Adenauer, Innenminister Gustav Heinemann oder Wirtschaftsminister Ludwig Erhard für die Christdemokraten im Deutschen Bundestag halten. Nachdem Kurt Schumacher gestorben ist, antwortet ihnen der Oppositionsführer Erich Ollenhauer, der Jurist Carlo Schmidt oder mit beißendem Spott der knarzige ehemalige Kommunist Herbert Wehner. Aus Berlin meldet sich der Abgeordnete Willy Brandt zu Wort, aus Bonn der bayerische Politiker Franz Josef Strauß, von Adenauer zum Minister für besondere Aufgaben bestellt. Der vom BND und der CIA geschätzte Hans Globke, Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, wird Chef des Kanzleramts. Die vorübergehende Zurückhaltung ehemaliger hochrangiger Nazis ist vorbei. In dem laut Grundgesetz demokratischen und sozialen Rechtsstaat, geführt von Konrad Adenauer, haben viele aus der alten Garde wieder hohe Posten in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Justiz und Wissenschaft eingenommen. Am einflussreichsten ist der Ex-Generalmajor Reinhard Gehlen, der seit 1946 im Auftrag der USA den Geheimdienst Organisation Gehlen mit Tausenden von Mitarbeitern leitet und bereitsteht, einen Bundesnachrichtendienst zu gründen, ehemals Deutsche Heere Ost. Ja, Klaus Barbie, der Schlächter von Lyon, der in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde, genießt den Schutz der Briten und Amerikaner, die ihn als Agenten beschäftigen. Der Arisierer und Adenauer vertraute Hermann Josef Abs ist von 1948 bis 1952 Vorstandsvorsitzender der Kreditanstalt für Wiederaufbau und tritt erneut in die Dienste der Deutschen Bank ein. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, vor 1945 Inhaber der Krupp AG und Wehrwirtschaftsführer, 1945 als Kriegsverbrecher. Das Verhältnis zu Russland. Ich sage nochmal,
Interessanterweise ist ja so, das Trommelfeuer gegen Russland, ja, du weißt ja schon immer, was kommt. Wenn Nachrichten kommen, ARD, ZDF, ist klar, Mesokurier ist weitestgehend auch klar und die anderen auch. Und trotzdem ist es so, dass bei den Meinungsumfragen, die von irgendwelchen Instituten gemacht werden, es doch wohl so ist, dass eine deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung sagt, hey, wir wollen ein vernünftiges Verhältnis mit Russland und wir wollen im Frieden miteinander leben. Und das ist genau das, wo wir als deutsch-russische Friedenstage aufsetzen und als Verein aktiv sind. Ja, danke schön für euren Applaus. Noch schöner ist, ihr guckt euch den Verein an und macht mit. Und von daher würde ich jetzt bitten, dass Daniel Kölker und Amelie Tschichon uns noch ein Lied bringen, nämlich Imagine, sodass wir auch wirklich mit einer guten Stimmung aus dieser Veranstaltung herausgehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, in dem Stück oder in dem Lied, was wir jetzt vortragen wollen, das ist von John Lennon und jetzt tragen wir das in einer Version von Chris Clafford vor. Da geht es um die große Idee des Friedens. Imagine all the people sharing all the world in peace. Stell dir nur vor, alle Menschen teilen sich die Welt, die ganze Welt in Frieden. Eine wahrhaft großartige, eine wahrhaft tollkühne Idee. Someday.